mitten in den Wäldern Germaniens fand eine der blutigsten Schlachten der Antike statt. Drei Legionen des römischen Imperiums wurden im Teutoburger Wald vernichtet. Vor 2000 Jahren, im Jahre 9 nach Christus. Die Schlacht war ein Wendepunkt, der damit in der europäischen Geschichte eingeleitet worden ist. Weil Rom eben nicht das Gebiet bis zur Elbe oder vielleicht darüber hinaus bis zur Oder oder Weichsel auch noch unterworfen hat. Die Weltmacht Rom zog sich zurück. Die Germanen östlich des Rheins und nördlich der Donau blieben ein freies Volk. Der Sieg über die römischen Legionen wurde zu einem deutschen Mythos. Die vom Euphrat bis nach Afrika und Gallien alles beherrschende Militärmacht der Antike bezwungen von einem Bündnis freiheitsliebender Stammeskrieger. Die germanischen Kämpfer seien die ersten Deutschen gewesen, so hieß es Jahrhunderte später. Im Kampf gegen Rom sei die deutsche Nation geboren worden. Ort des Geschehens, der Teutoburger Wald. Im ostwestfälischen Detmold ragt das berühmte Denkmal des germanischen Superhelden in den Himmel. Die Römer nannten ihn Arminius. Seinen deutschen Namen Hermann erhielt er von Martin Luther. Seither wurde er als Freiheitsheld der Deutschen verherrlicht. Heute ist Arminius fast vergessen. Wer war dieser Germane wirklich? Dies ist seine Geschichte. Germani hatte Cäsar die Stämme genannt, die östlich des Rheins in unzugänglichen Gebieten lebten. Auf ihren Beutezügen waren sie immer wieder auf römisches Territorium vorgestoßen. Um die Zeitenwende beschließt Kaiser Augustus, diese offene Flanke zur Provinz Gallien zu sichern. In mehreren Kriegszügen sollen die germanischen Stämme unterworfen werden. Einige wehren sich voller Ingrimm, andere schließen ein Bündnis mit Rom. Unter ihnen die Cherusker, ein Stamm an der Weser. Heute herrscht besondere Wachsamkeit. Die Römer kommen, um von den Cheruskern Tribut zu fordern. Noch vor ein paar Jahren sind die Germanen in ihren Dörfern und Häusern unter sich gewesen. Es ist die Heimat eines Jungen, der später Arminius genannt wird. Er ist etwa 11 Jahre alt, als sich sein Leben auf einen Schlag verändert. Arminius' Vater Segemir gehört zum Adel der Cherusker. Segemir ist ein erklärter Gegner des Bündnisses mit Rom. Die Soldaten verheißen nichts Gutes. Sei gegrüßt, Segemir. Was willst du, Segestes? Du weißt, ich habe dich als Führer unseres Stammes schon längst anerkannt. Das heißt jedoch nicht, dass du mir willkommen bist. Und erst recht nicht in dieser Begleitung. Du sagst es, Segemir. Alle Fürsten der Cherusker haben mich auf dem Ting zum Anführer bestimmt. Und sie alle sind meinem Rat gefolgt, ein Bündnis mit den Römern einzugehen. Was willst du? Es ist an der Zeit, unseren Teil des Abkommens zu erfüllen. Ich bin hier, um deine Söhne abzuholen. Dass die Römer Söhne verbündeter Fürsten als Geisel nehmen, ist gängige Praxis. Erfüllungsgehilfen wie der Germane Segestes sahen in ihrer Kooperation mit Rom persönliche Vorteile. Wir wissen relativ wenig über die Vorgeschichte der Cherusker. Sie treten plötzlich in augusteischer Zeit in Erscheinung und waren zeitweise Rom gegenüber feindlich. Und dann wurde aber auch ein Bund mit Rom geschlossen. Und Segestes
war die führende Figur der Cherusker in dieser Zeit der römischen Eroberung. Unser Wissen über die Germanen stammt aus antiken Texten. Autoren wie Paterculus, Tacitus oder Cassius Dio haben Erlebnisse von Soldaten verarbeitet, die aus Germanien heimgekehrt waren. Die Germanen verfügten über keine Schrift. Sie konnten die Geschichte ihres Arminius also nicht selbst aufschreiben. Arminius und sein Bruder Flavus, der Blonde, stellen für die Römer die Elite der Zukunft dar. Aus den barbarischen Kindern sollen treue Bürger Roms gemacht werden, um eines Tages in ihrer Heimat die Herrschaft des Imperiums zu stützen. Für die Römer ist das ein wichtiges Instrument, um ihre Macht in Germanien mittelfristig zu sichern. Denn wem können sie trauen, wenn selbst bei den verbündeten Cheruskern die Sippen gespalten sind zwischen Freunden und Feinden Roms? Von einem einheitlichen Stamm der Germani zwischen Rhein und Elbe kann keine Rede sein. Die Germanen, das waren Dutzende von Stämmen, zersplittert in Hunderte von Familien, die einander halfen oder sich bekämpften. Man kam auf römischer Seite in ein Gebiet, wie man es vorher noch nicht erobert hatte. Gallien hatte eine ganz andere Struktur, war keltisch geprägt, hatte bereits stadtartige Siedlungen und war stammesmäßig viel fester gefügt, als das in Germanien offensichtlich der Fall war. Die Germanen leben für sich und voneinander getrennt, berichtet der römische Geschichtsschreiber Tacitus. Größere Siedlungen umfassen bis zu 25 Langhäuser, in denen Mensch und Vieh unter einem Dach leben. In den Augen der Römer sind die Bewohner unzivilisierte Wilde ohne Kultur, in ihrer Lebensweise Tieren ähnlicher als Menschen. In dieses Bild passt Tacitus' Schilderung der Landschaft zwischen Rhein und Elbe. Weite Landstriche waren von undurchdringlichen Eichen- und Buchenwäldern bedeckt. Die Heimat der Germanen bleibt Tacitus und den Soldaten, die dort gedient hatten, fremd. Das Land mache, so schrieb der römische Stadtmensch, mit seinen Wäldern einen schaurigen, mit seinen Sümpfen einen widerwärtigen Eindruck. Vor allem störte die Römer, dass es keine Verkehrswege gab, dass es keine Punkte gab, auf die man zusteuern konnte. Es gab auch keine Burgen, die man hätte erobern können. Und dieser sogenannte Herzynische Wald, durch den man 9 Tage lang wanderte, ohne einen Menschen zu sehen, aber ab und zu mal einem Auerochsen oder einem Elch begehrte, das war für die Römer schon also ein Schreckbild. Für die römische Militärlogistik sind die undurchdringlichen Wälder ein Albtraum. Allein die Transport- und Nachschubprobleme sind immens. Für viele der Soldaten kommt der Dienst im kalten Norden einer Strafversetzung gleich, weit weg von den angenehmen Städten am Mittelmeer. Die germanischen Urwälder sind ein Kulturschock. Die knorrigen Baumriesen, die den Einheimischen heilig sind, schrecken sie bis ins Mark. Sie standen im Norden Europas, gehörten hier irgendwie nicht hin und wussten nie, wann eine tödliche Gefahr aus dem Unterholz über sie hereinbrechen konnte. Arminius und sein Bruder wurden wohl zuerst an den Rhein gebracht, wahrscheinlich nach Xanten. Hier beginnt die Herrschaft Roms. Und stoßen germanische und römische Welt aufeinander, das Naturvolk und die städtische Zivilisation. Auf die beiden Jungen muss das römische Kastell fremd und faszinierend zugleich gewirkt haben. Hetera beim heutigen Xanten ist nur eines von 50 Militärlagern, die die Römer entlang des Rheins errichtet haben. Aus diesen Kastellen werden später Städte wie Köln, Koblenz und Mainz. Die Soldaten atmeten auf, wenn sie aus Germanien kommend endlich die Kastelle erreichten. Hier gab es Sicherheit und ein wenig Luxus.
Diese Stützpunkte waren kein militärisches Sperrgebiet, sondern Schaufenster römischer Zivilisation. Sie wirken wie ein Magnet auf die Barbaren, angelockt durch den Handel. Blondes Frauenhaar steht bei den Römern hoch im Kurs. Münzgeld, das den Germanen bisher unbekannt war, wechselt für Felle und Pelze den Besitzer. Wer nicht zu verkaufen hat, verdingt sich als Trossknecht in der römischen Armee. Am Rhein herrschte früh eine römisch-germanische Mischkultur. Das muss auf die Germanen in einer unglaublichen Art gewirkt haben. Und auch die Art, wie die Römer dann so eine Stadt gebaut haben, diese ganze Organisation, die dahinter stand, die Perfektion der Vermessung und all dieser Dinge, die Perfektion, eine Wasserleitung anzulegen und all so etwas, das dürfte den Eindruck nicht verfehlt haben. Die Reise der jungen Germanen ging weiter. Wie jedes Kind dürfte Arminius die Trennung von seiner Familie geschmerzt haben. Doch die neuen Eindrücke haben ihn und seinen Bruder sicher schnell abgelenkt. Ah, da sind sie ja. Die Kinder des barbarischen Stammesfürsten. Als Fürstensöhne werden sie bevorzugt behandelt. Irgendwo auf römischem Territorium werden sie zum ersten Mal in ihrem Leben ein beheiztes Steinhaus betreten haben. Fühl mal, der Boden ist ja warm. Dann gingen sie auf die Reise ihres Lebens. Die Mosel hinauf, durch die Städte der römischen Provinz Gallien, über das Mittelmeer in die Hauptstadt der antiken Welt, Rom. Es ist denkbar, dass mit Arminius so verfahren wurde, weil man hatte derzeit etwa, als er ein Knabe war, sind solche Ehrengeiseln von den Römern in Germanien genommen worden. Steinerne Häuser. Dicht an dicht, statt moosbewachsener Eichen. Das dürfte Arminius' erster Eindruck von der Stadt am Tiber gewesen sein. Mit fast 1 Million Einwohnern war Rom damals die größte Stadt der Welt. In den Prachtmeilen und auf den Plätzen trafen sich Menschen aller Völker. Arminius kam als Geisel, lebte in Rom, aber nicht als Gefangener. Er lernte die römische Kultur aus römischer Sicht kennen, aus der Sicht der Weltbeherrscher, und verinnerlichte sie. Arminius erlebte Rom in höchster Blüte. Nie war es großartiger gewesen. Im Carrara-Marmor der Tempel, Säulen und Statuen leuchtete die berühmte Pax Augusta. Das Römische Reich hat unter Augustus eine Ausdehnung erfahren, wie es vorher nie der Fall gewesen war. Dennoch wurde später die Zeit des Augustus mit dem Frieden assoziiert. Und das hängt einfach damit zusammen, dass er im Innern den Frieden geschaffen hatte, nach jahrzehntelangen Bürgerkriegen Römer gegen Römer. Nach außen aber hat Augustus, war er absolut kein Friedenskaiser oder Friedensherrscher, sondern er hat eigentlich dauernd, ununterbrochen Krieg geführt. Mit 17 oder 18 Jahren war Arminius in die Armee eingetreten, wurde Teil von Roms berüchtigter Kriegsmaschinerie. Gnadenloser Drill und absoluter Gehorsam. Auch wenn germanischen Kriegern straffe Führung verhasst war, erwies sich Arminius als gelehriger Schüler. Bewegt euch! Bewegung! Die Armee, in der viele Germanen ausgebildet wurden, macht aus dem Cherusker einen Römer. Ein junger Mann, schnell von Begriff und für einen Germanen ungewöhnlich begabt, urteilt ein Zeitgenosse. Links! Diese Erziehung der Germanen im Römischen Reich hat ja immer zwei Aspekte. Der eine Aspekt ist der technische. Wie führe ich ein Heer? Wie kämpfe ich in der Schlacht? Wie bewaffne ich mich? Und der zweite Aspekt ist der ideologische. Ist Rom nicht die wahre Politik? Ist Rom nicht das Ideal, das wir also wirklich anbeten sollen? Und die Römer haben das kombiniert. Kurz vor Christi Geburt erhält Arminius seinen ersten Marschbefehl nach Pannonien, ins heutige Dalmatien. Als Offizier kommandiert er eine Auxilia, berittene Hilfstruppen, bestehend aus germanischen Söldnern. Einige Stämme der Balkanprovinz hatten sich gegen Rom erhoben. Rom schlägt zurück.
15 Legionen, nahezu die Hälfte aller Reichstruppen, sind in Pannonien aufmarschiert. Achtung! Haltet euch bereit! Fertig machen zum Angriff! Die Reihen schließen! Zum ersten Mal erlebt Arminius die Überlegenheit der römischen Militärtechnik. Nicht im Mut des einzelnen Kämpfers besteht die römische Schlagkraft, sondern im strategischen Zusammenwirken einzelner Verbände. Arminius wird diese Lektion Zeit seines Lebens nicht vergessen. In offener Feldschlacht ist Roms Militärmaschine nicht zu bezwingen. Die römische Armee bestand aus berechenbaren Bausteinen. Die einzelnen Einheiten waren unter meist in dieser Zeit bereits professionellen Offizieren organisiert, wurden ausgebildet, taktisch geführt. Und diese Einheiten waren dann wiederum zu größeren Einheiten zusammengestellt. Das heißt, wir haben eigentlich schon im Grunde genommen fast eine moderne Organisation eines differenzierten Heeres. Während die Römer in geschlossener Formation der Schildkröte vorrücken, rennen die Barbaren in Keilform an, dem sogenannten Eberkopf. Die Wucht des Aufpralls zeigt nur Kurzwirkung. Die gepanzerten Legionen walzen den Gegner nieder. Wie ein einziger Körper so festgefügt sind die Reihen, heißt es. Angriff! Ja! Und Arminius? Einzelheiten über seine Erfolge im Pannonischen Krieg sind nicht überliefert. Doch er wird sich außerordentliche Verdienste erworben haben, denn in Rom wird er von Kaiser Augustus in den Ritterstand erhoben. Die höchste Ehrung, die einem Barbaren zuteil werden kann. Der Fürstensohn aus den Wäldern Germaniens ist zu einem geachteten Bürger Roms geworden und bewegt sich geschmeidig in ihrer Kultur. Eine Bilderbuchkarriere. 15 Jahre zuvor hatte er seine Heimat verlassen müssen. Vermisst er seine Familie noch, das ungebundene Leben, die endlosen Wälder? Historiker würden viel dafür geben, wüssten sie, was den Cherusker damals bewegte. Wir haben zahlreiche oder zumindest mehrere Fälle, dass Germanen in römischen Diensten zwar das Handwerk gelernt haben, ohne sich aber tatsächlich als Römer zu empfinden und Rom die Treue zu halten. Es ist eben nicht so einfach, jemanden auch innerlich dazu zu bringen, ein System zu bejahen, das zwar große Vorteile anbietet, aber eben doch einen Identitätswechsel verlangt, der eben nicht jedem leicht fällt. Im Römischen Reich mit seinen Provinzen kam den Statthaltern besondere Bedeutung zu. 7 nach Christus ernennt Kaiser Augustus einen neuen Statthalter für Germanien. Sein Name lautet Publius Quinctilius Varus. Der 53-Jährige hatte eine steile Karriere hinter sich und römische Machtpolitik in Krisensituationen exzellent vertreten. Als Statthalter in Syrien schlug er einen jüdischen Aufstand nieder. 2000 Aufrührer ließ er kreuzigen. Arm kam er in die reiche Provinz, reich ging er aus der Armen fort, lästerten manche Zeitgenossen. Nicht nur wegen seiner Verwandtschaft zu Kaiser Augustus war Varus ein respektierter Mann, das zeigen auch Kupfermünzen mit seinem Profil. Varus hatte alle Fähigkeiten, alle Erfahrungen, die damals ein römischer Senator, der für eine Aufgabe wie in Germanien ausgewählt wurde, haben musste. Und Augustus hätte mit Sicherheit niemanden dorthin geschickt, nur weil er mit ihm verwandt war, wenn er nicht auch davon überzeugt gewesen wäre, er wird seine Aufgabe auch aufgrund seiner Erfahrung entsprechend dort erfüllen. Das Schicksal spielt ihm einen wichtigen Mann an seine Seite. Arminius soll den Feldherrn Varus in Germanien unterstützen. Der Offizier Arminius gilt als tapfer und loyal. Sein Ruf ist ausgezeichnet. Er kennt die Kampfesweise seiner germanischen Landsleute und er spricht ihre Sprache.
Varus wird die Wahl gefallen haben. Ein oder zwei Jahre vor der Schlacht kehrt Arminius in seine Heimat zurück. Systematisch haben die Römer inzwischen den Ausbau der Provinz vorangetrieben. Entlang des Main, der Lahn und der Lippe haben sie Militärlager errichtet, die ihre Herrschaft in Germania Magna sichern sollen. Haltern an der Lippe wird das Verwaltungszentrum werden, die Hauptstadt der neuen Provinz. Nahe dem heutigen Römermuseum von Haltern errichteten die Römer vor 2000 Jahren einen Truppenplatz für drei römische Legionen, insgesamt 20.000 Mann. Es wurden Kasernen gebaut, Waffenschmieden und Töpfereien, aber auch Villen für hohe Beamte. Und an der Lippe entsteht ein Hafen für den Nachschub an römischen Waren, die das Leben im Barbaricum erträglicher gestalten sollen. Germania capta. Germanien ist erobert, meldet man nach Rom. Die Römer haben sehr früh versucht, gegenüber ihrer Öffentlichkeit den Eindruck zu erwecken, dass Germanien besiegt sei. Darüber gibt es eine ganze Reihe von guten Zeugnissen. Augustus in seinem Testament schreibt, ich habe Germanien besiegt bis zur Mündung der Elbe. Und jeder Feldherr, der in Germanien irgendwann einen kleinen Sieg errungen hat, hat sich Germanicus genannt, so als ob er die Germanien im Griff hätte. Die Römer haben Münzen geprägt mit der Germania als Frau, die trauernd auf dem Boden sitzt mit einem zerbrochenen Speer, sodass die römische Öffentlichkeit wirklich diesen Eindruck hatte. In Germanien hatte sich nichts verändert, wie der römische Mann von Welt bei seiner Rückkehr feststellen musste. Als hätte seine Reise nie stattgefunden, gab es in der Cheruskersiedlung weder Wasserleitungen, noch hatten die Germanen Lesen und Schreiben erlernt. Von Romanisierung keine Spur. Dem Leben mit der römischen Besatzungsmacht standen die meisten immer noch skeptisch gegenüber, wie Segimer, der endlich seinen Sohn wiedersah. Mein Sohn, es freut mich, dich wiederzusehen. Auch wenn ich zugeben muss, dass es ein seltsames Gefühl ist, dass du mein Haus als Vertreter Roms betrittst. Vater, die Zeiten haben sich geändert. Unsere Heimat wird ein Teil des gesamten römischen Imperiums werden. Du wirst sehen, wir bringen Fortschritt, Frieden und Wohlstand. Wir werden Städte bauen und Straßen. Wir? Bei allen Göttern, Sohn. Du darfst deine Herkunft nicht verleugnen. Die Römer pressen uns aus wie die Trauben, aus denen sie ihren sauren Wein keltern. Sie zählen unsere Köpfe wie Vieh, um Steuern zu erheben. Sie verbieten sogar allen freien Männern das Tragen von Waffen. Wie soll ein Cherusker leben? Ohne ein Schwert in seiner Hand. Mag sein, dass du recht hast. Die Zeiten haben sich geändert. Aber es ist eine Zeit der Knechtschaft und nicht der Freiheit. Und doch gab es nicht nur germanische Hardliner, die auf Freiheit und Selbstbestimmung beharrten. Beweise dafür fanden Archäologen im nördlichen Hessen an der Lahn, nahe dem kleinen Ort Waldgirmes. 1993 stoßen sie hier auf römische Fundamente. Zunächst vermuten die Experten ein weiteres Militärlager. Die Behauptung römischer Chronisten, man habe östlich des Rheins bereits Städte gegründet, galt unter Fachleuten bis dahin als Propaganda der Besatzer. Doch die Funde geben den Chronisten recht. Waldgirmes ist eine rein zivile Anlage, die erste und bislang einzige, die jenseits des Rheins entdeckt wurde. Waldgirmes war eine Stadt nach römischem Vorbild, eine Stadt für Römer und Germanen. Der römische Chronist Cassius Dio schreibt über diese Politik: Durch den Bau von Foren, von Häusern und Bädern sind die eben Unterworfenen zu Ruhe und Frieden verlockt worden.
Den spektakulärsten Fund machte man in einer Grube mit über 100 Bruchstücken. Darunter der verzierte Teil eines Pferdegeschirrs und ein Pferdehuf. Sie gehörten zu einer Statue, bei der es sich um ein Reiterstandbild des Kaisers Augustus gehandelt haben muss. Das mit Blattgold verzierte Monument stand auf dem Forum der Stadt. Rom war sich seiner Herrschaft in Germanien also sicher. Die Römer zeigten ihren Herrschaftsanspruch vor allen Dingen gegenüber der einheimischen Bevölkerung. Man muss sich vorstellen, es kommt ein Einheimischer auf den Platz des Forums und sieht sich einem goldglänzenden, auf einem Sockel stehenden Reiterstandbild gegenüber mit Porträtzügen. Das muss ein unglaublicher Eindruck gewesen sein. Varus hatte sein Amt in Germanien angetreten. Wohl in Haltern kommt es zur ersten Begegnung mit Arminius. Der Kaiser befiehlt, dass ich Germania Magna zur römischen Provinz mache. Wie schätzt du die Lage in deiner Heimat ein, Arminius? Mit Verlaub, darüber steht mir kein Urteil zu. Ich bin Reiterpräfekt, Varus, kein Senator. Richtig. Doch es ist dein Land. Es sind deine Leute, die auf Befehl des Kaisers ein Teil des Römischen Reiches werden sollen. An Germanien erinnert nur noch das Blut in meinen Adern. Mein Kopf ist ebenso römisch geworden wie meine Zunge. Dann will ich hoffen, dass das Blut dem Kopf gehorcht. Perfekt. Schon in den nächsten Tagen werden wir mit den Legionen ins Sommerlager aufbrechen. Du wirst als Kundschafter vorausreiten. Zur Wahrnehmung ihrer Hoheitsrechte verlegen die Römer in den Sommermonaten Truppen nach Osten. Von ihren Stützpunkten an Rhein und Lippe ziehen sie an die Weser, ins Siedlungsgebiet der Cherusker. Der Weg in die Wildnis ist stets ein gewagtes und logistisch hochanspruchsvolles Unternehmen. Da es keine Straßen gibt, nutzen die Römer den Fluss Lippe für den Truppentransport und die Versorgung mit Nachschub. Für flache Gewässer hatten sie einen besonderen Schiffstyp entwickelt. Die Prahme, ein 30 Meter langes Plattbodenboot. Es hatte nur 40 Zentimeter Tiefgang, trotzdem konnte es bis zu 53 Tonnen Ladung aufnehmen. Mit einer gewaltigen Flotte, die Hunderte dieser Schiffe umfasst, bringt Varus über die Lippe ins Innere Germaniens vor, bis der Fluss nicht mehr schiffbar ist. Dann wird die Ladung an Land gebracht. Dazu zählt nicht nur militärische Ausrüstung. Die Legionäre werden von einem Tross von Zivilisten begleitet. Schmiede, Zimmerleute, Steuerbeamte, viele mit ihren Familien. Dazu kommen Kaufleute, die Wein, Oliven und alles mit sich führen, was den Römern den Aufenthalt in der Wildnis erträglicher machen soll. Die Auxilia, die berittenen Hilfstruppen germanischer Söldner, sollen den Marschweg auskundschaften und sichern. Anführer dieser Einheiten ist Arminius. Die Armee, der er vorausreitet, muss ein beeindruckendes Schauspiel geboten haben. Zug maß je nach Landschaft bis zu 15 Kilometer. Das Ziel der Legionen war der sogenannte Weserbruch bei Minden. Hier durchbricht die Weser die Höhenzüge des Teutoburger Waldes und des Weserberglands. Die Lage des römischen Sommerkastells war lange Zeit umstritten. Einen Nachweis suchte man vergebens. Erst 2008 stoßen Archäologen in einem Wohngebiet nahe der Weser auf Spuren der Römer. Noch stehen die Untersuchungen am Anfang, doch die Funde wie dieser Hering eines Legionärszeltes sprechen für eine römische Militärbasis, wenn nicht gar für das Sommerlager des Varus. Vom Sommerlager aus machte sich der römische Beamtenapparat an die Arbeit. Es wurden Tribute eingefordert. Hiermit machte Varus deutlich, wer der Herr in Germanien war.
Allerdings ging er bei seiner Arbeit ohne Fingerspitzengefühl vor. Wie schon in Syrien setzte der Statthalter auf die Politik der eisernen Hand. Schreib alles auf. Ich will genau wissen, wie viel Holz geliefert wurde. Alles, was hier liegt. In Ordnung? Für die römischen Steuerbeamten ist in den kleinen Dörfern nicht viel zu holen. Sie nehmen uns alles. Die Germanen sind Selbstversorger. Überschüsse wirft das Land kaum ab. Als die geringen Erträge konfisziert werden, schlägt den neuen Herren zunehmend Hass entgegen. Er wird durch die Anwendung des römischen Rechts weiter geschürt. Dass ein Einzelner wie Varus über streitende Parteien richtet, widerspricht zutiefst dem Rechtsempfinden der Germanen. Es ist ein Privileg des alteingesessenen Adels, auszuhandeln, was Recht ist. Er hält sich dabei ein uraltes Gewohnheitsrecht, das nirgends niedergeschrieben ist. Ich verurteile die Angeklagten wegen Diebstahls zum Tod am Kreuz. Überleben und Tod eines freien Mannes aber richten nach germanischer Vorstellung allein die Götter. Selbst Diebstahl und Mord werden mit einer Geldzahlung gesühnt, dem sogenannten Wehrgeld. Der hochmütige Varus aber nimmt auf die heiligen Traditionen der Germanen keine Rücksicht. Alle diese Stämme hatten natürlich ihre besonderen Bräuche, ihre besonderen Rechtsgewohnheiten. Wir wissen, dass die Adligen oder einzelne Adlige das Recht hatten, nun wirklich also auch für die Ordnung zu sorgen. Aber alles das war Tradition, das war nicht aufgeschrieben, das war, wie man spöttisch sagen könnte, gesundes Volksempfinden bei den Germanen. Und die wollten sich natürlich von Fremden da nicht sagen lassen, was sie tun und lassen dürfen. Varus versucht mit aller Macht, Recht und Gesetz buchstabengetreu durchzudrücken. Arminius gerät zwischen die Fronten. Ist das unerbittliche Vorgehen Roms gegen seine Landsleute rechtens und notwendig? Und vor allem, wohin gehört er selbst? Das Vorgehen von Varus in Germanien war nicht grundsätzlich anders als das, wie Rom sonst vorgegangen ist. Er musste die Rechtsprechung versuchen einzuführen, denn das gehört zur römischen Provinz dazu. Und wenn das den Germanen nicht gefallen hat, dann ist das auch wiederum eine ganz normale Reaktion der Germanen. Im Land gärt es. Varus lässt aufflackernde Unruhe niederschlagen, Anführer hinrichten, Siedlungen niederbrennen. Und Arminius? Er hatte seine Landsleute in der Kindheit als freie, stolze Krieger erlebt. Als Heimkehrer trifft er auf Entrechtete, unterdrückt, ausgerechnet von der Macht, in deren Diensten er steht. Der junge Cherusker war an einem Scheideweg angekommen. Und er entschied sich gegen Rom. Arminius hatte offensichtlich Erfahrungen gemacht, die ihn zu diesem, man muss schon sagen, Sinneswandel geführt haben. Die römische Welt wird ihn zutiefst fasziniert haben. Er hat aus ihr alles das aufgenommen, was für sein aktuelles Handeln dann notwendig gewesen ist und hat das dann dazu angewandt, zusammen mit seiner Prägung durch die germanisch-keruskische Welt zusammen eben gegen Rom zu wenden, das ihm in mancher Beziehung offensichtlich nicht mehr geheuer war für die Zukunft seines Stammes. Vielleicht aber treiben Arminius auch eigennützige Ziele zum Verrat an Rom. Sein Führungsanspruch im eigenen Stamm habe durch seine Nähe zu Varus gelitten, vermuten Historiker. Ein erfolgreicher Aufstand gegen die Besatzungsmacht hätte ihm auf einen Schlag eine enorme Gefolgschaft aus vielen elb- und wesergermanischen Stämmen gesichert.
falls in Arminius der Ehrgeiz herrschte, wie ein König über ein geeintes Germanien zu herrschen, konnte er die antirömische Stimmung im Land für seine Ziele nutzen. Was hier wirklich bei den Cheruskern sozusagen abgelaufen ist, darüber wissen wir nichts. Aber deswegen kann man letztlich nur etwas vermuten. Und man sollte bei Arminius eben auch durchaus eigene, egoistische, vielleicht ja auch von seiner Seite aus berechtigte Interessen durchaus vermuten. Ganz sicher war er ein Mann mit einem sehr, sehr starken Machtimpuls. Also dieser persönliche Trieb, den mag es auch gleichzeitig als Freiheitskampf gesehen haben, wie auch immer, jedenfalls zu benutzen, auch hier jetzt, um eine Arminius-Monarchie zu errichten. Jetzt wird es spannend in den germanischen Wäldern. Wird inmitten der Naturmystik harte Realpolitik gemacht. Hinter dem Rücken der Römer ruft Arminius die Stämme zusammen. Er will sich ihre Gefolgschaft sichern, muss sie davon überzeugen, dass er über das Heil eines erfolgreichen Heerführers verfügt. Wer sich dieses Heil verdient oder damit von den Göttern gesegnet ist, der überträgt es auf alle, die ihm folgen. Wird es Arminius gelingen, die Stämme auf ein gemeinsames Ziel einzuschwören? Krieg führte man am liebsten untereinander. Der schlimmste Feind eines Germanen sind andere Germanen, so hatte es oft geheißen. Doch wie würden die Stammesfürsten reagieren, denen Rom ihre Treue mit Geld und Privilegien dankte? Anführer wie Segestes? Hört mich an, ihr freien Männer, hört mich an! Wir haben uns versammelt, um darüber zu beraten, ob wir unsere Waffen gegen Rom erheben sollen. Mein Rat hatte stets Gewicht bei allen unter euch. Und wer mir folgte, dem hat es noch nie geschadet. Heute beschwöre ich euch, es ist zwecklos, die Legion des Varus anzugreifen. Wer wüsste nicht besser als du, Präfekt Arminius, dass sie unbezwingbar sind? Du hast recht, Segestes. Doch wir dürfen niemals hinnehmen, dass unsere Familien nicht in Freiheit, sondern in Knechtschaft leben. Es ist für uns alle unerträglich, dass wir in unseren Dörfern und Wäldern Tag für Tag fremde Soldaten, Ruten, Bündel, Beile und Toga sehen. Dass freie Männer Tribut zahlen und nach römischem Recht abgeurteilt und hingerichtet werden. Aber warum sollen wir in den sicheren Tod rennen? Und auch noch riskieren, dass sie unsere Frauen und Kinder zu Sklaven machen. Es ist Zeit zu handeln, ehe unsere Schwerter verrosten. Ich habe einen Plan. Und wer mir folgt, den führe ich zu Ruhm und Freiheit. Segestes sah mit Sicherheit das große Risiko, dass Arminius mit diesem Aufstand über sein Volk und die Nachbarn dieser Cherusker auch gebracht hat. Und dass Arminius erfolgreich sein würde, war zunächst mal aus der Sicht sowohl der Römer als auch offensichtlich eines Teils der Cherusker ganz unwahrscheinlich. Am Abend vor dem Rückmarsch an den Rhein kommt Segestes in das Römerlager. Er will Varus warnen. Unsere Kundschafter berichten, einige Stämme der Germanen planen im Norden einen Aufstand. Vielleicht ist es besser, die Legion gefechtsbereit ziehen zu lassen. Was hältst du davon, Arminius? Ich glaube, das sind allenfalls Gerüchte. Aber wenn du es befiehlst, werde ich mit unseren Hilfstruppen die Lage auskundschaften. So soll es geschehen. Auf eine gute Heimkehr. Auf Rom! Dann kommt es zu einer spektakulären Szene, die durch die römische Überlieferung Berühmtheit erlangt hat. Varus! Ich komme, dich zu warnen!
Warnen? Wovor? Eine Verschwörung, ein Aufstand, eine Revolte gegen dich und die Legionen Roms! Wer sollte denn so tollkühn sein, gegen uns das Schwert zu erheben? Der Mann, der mit dir am Tisch sitzt! Er hat recht. Ich werde deine Legionen auf dem Marsch angreifen, sie vernichten und dich eigenhändig mit meinem Schwert umbringen. Ich danke dir, Segestes, dass du mir diese unerträgliche Schmach ersparen wolltest. Komm, trink einen Becher Wein mit uns. Varus, ich beschwöre dich! Lass mich hier mit Arminius zurück! Lass uns beide in Ketten legen und zieh davon! Was fällt dir ein, zu glauben, ich könne den Freund nicht vom Feind unterscheiden? Varus war ein höchst erfahrener Mann und gehörte zur Spitze der Führungsschicht des Römischen Reiches und hatte speziell in Syrien bei schwierigen militärisch-politischen Auseinandersetzungen viel Erfahrungen gesammelt und hatte offensichtlich auch gute Erfahrungen damit gemacht, dass man seinen Verbündeten und seinen Freunden vertraut. Und Treue einem Freund gegenüber ist grundsätzlich eine gute Eigenschaft. In dem Fall hat er einen Fehler gemacht, weil der Freund treulos geworden ist. An einem Septembermorgen 9 nach Christus brachen die 17., 18. und 19. Legion auf. Mit dem Tross, den Handwerkern, Händlern und ihren Familien setzten sich über 20.000 Menschen in Marsch. Die einen freuten sich auf den Luxus des Winterlagers. Die Unerfahrenen sahen dem Weg durchs Germanenland mit gemischten Gefühlen entgegen. Viele Ältere wollten nur noch diesen letzten Feldzug hinter sich bringen, um ihr Leben in Rom als Veteran zu genießen nach einer großzügigen Abfindung. Einzelschicksale der Legionäre sind nicht überliefert. Nur auf diesem Stein, der in Xanten gefunden wurde, ist der Centurio Marcus Caelius mit seinen beiden Sklaven abgebildet. Gefallen in der Varusschlacht steht auf der Inschrift. Das klirrende Eisen tausender von Rüstungen und das Stampfen marschierender Legionäre wird man bis tief in die Wälder gehört haben. Doch dann wich der Lärm brüllender Stille. Die römische Grandezza, so erprobt in der Einschüchterung des Gegners, verfehlte dieses Mal seine Wirkung. Denn in den Wäldern geschah etwas, lauerte eine tödliche Gefahr, gut verborgen. Varus und seine Soldaten gingen geradewegs in eine Katastrophe. Die Schlacht wird völlig überraschend und mit vernichtender Radikalität über die römischen Streitkräfte hereinbrechen. Sie erwischte die Weltmacht Rom an ihrem Höhepunkt und sollte zu einer der größten Niederlagen ihrer Geschichte werden.